Hallo und willkommen zurück zu Shininias Let's Plays und Animal Crossing. Wir haben in der letzten Folge hier die Brücke errichtet und damit den Auftrag bei Tom Nook wieder erledigt und haben jetzt drei Baukits bekommen, wo die Häuser hin sollen. Und die würde ich heute mal noch platzieren, weil das brauche ich sicherlich eh wieder einen Tag. So, den See finde ich eigentlich ziemlich toll. Deswegen würde ich doch sagen, dass ich die Häuser irgendwie alle... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Machen wir hier am Strand eins. Ist ja riesig. Huch, das wollte ich nicht. Für Essen könnte ich die Bäume ja auch wegpacken. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Dann machen wir das doch mal. So. Schade, dass man es nicht drehen kann. Er macht es trotzdem immer gerade. Ey, aber drei so eine riesengroßen Stellen finden, wie soll denn das gehen? Ach komm, wegen der so einer Mini-Ecke. Und jetzt sagt er zu nah am Ufer. Vorher zu nah an der Böschung, dann zu nah am Ufer. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe nirgendwo so viel Platz. Das macht er, wo da ein Stein im Weg ist. Den Stein hat er weggemacht. Okay. Sachen, die später im Haus stehen, gehören in die Box. Den Rest stellst du einfach ins Freie. Kranz anfertigen, irgendwas aus schönen Blumen. Und wenn man die Klippen von Magnolia hochklettert, da blühen welche. Ah, jetzt können wir ja auch eine Leiter herstellen. Wobei, Blumen haben wir ja schon von anderen Inseln mitgenommen. Die vorgehende Weise ab. Bauklotzanlage, Bauklotztisch, Lilien, Türkranz.
Funktionaler Gartenstuhl, funktionaler Gartentisch, Vogeltränke. Die kriegen hier voll die Luxuswohnungen. Komm, aber dafür wohnen sie dann dicht an dicht. Gucken, was mit dem Baum da hinten passiert, ob der stehen bleibt. Hat er abgerissen. So, müssen wir wenigstens die gleichen Sachen machen. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Nein, andere Sachen. So, wir hatten ja wieder eine neue Quest bekommen, einen Luftballon abzuschießen. Sachen kaufen, wieder 5000 ausgeben. Das werde ich aber nicht mehr tun. Ein Teppich. So, dicht an dich. Kirschlautsprecher, Kirschenlampe und Topf. Worin schläft die Person? Steinhocker, Steintisch, simple Wäscheleine. So, dann wollen wir mal die Bäumchen hier wieder hinpacken. Ineinander sind die schon fast. Schnell, schnell, schnell. Aber es war nur ein Ei. Und damit ist meine Schleuder kaputt, aber ich glaube, ich habe die mir noch gar nicht neu gemacht. Was kam da jetzt dazu? Ach, wahrscheinlich hier insgesamt Ballons zerschossen. Ah, nee, Items sind verschlissen. Kaputtmacher. Und Ballonschütze, beides. 20 Items kaputt und 20 Ballons zerschossen. 500 jeweils. Für die späteren Belohnungen kriegt man immer recht viel. Kirschen, auch 10 Kirschen und Eisenerz für diese Lautsprecher. Und die brauche ich für das Dings.
18 Holz, 30 Holz. Ich habe nicht mal ein eigenes Bett. Da, welche Laune brauchte ich bei einem? 10 Äste. Ich hoffe, das ist die richtige. Nehmen wir die Box mit. Dann können wir drüben das machen. Währenddessen wir auch drüber lesen können. So, nochmal. Kirschlautsprecher. Ist ja zu schnell. Kirschlampe und Topf. Steinhocker, Steintisch, simple Wäscheleine. Wähle Items für drin, um zu sehen, welche Items für drin gesucht werden, um diese abzugeben. Wähle Items für draußen, um zu sehen, welche Items für draußen gesucht werden. Die benötigten Items für draußen sollten direkt vor oder neben dem Grundstück platziert werden. Okay, das heißt, die simple Wäscheleine. So, packe ich hier mal. Die Werkbank hin. Das Unkraut war im Weg, okay. Hä, warum ist da nicht genug Platz? Jetzt. Ach nee, geht ja gar nicht. Die Schleuder ist ja gerade kaputt gegangen. Dann nicht. So, nicht ganz in den Weg. Muss die von unten benutzen, scheinbar. So, ich hätte gerne eine Schleuder wieder. Und ich hätte gern eine Leiter. Für eine Leiter brauche ich normales Holz noch 3. So, wir hatten ja noch eine Quest, Holz zu hacken. Und Angeln ist dazugekommen. Ich muss mir die mal hier angucken, damit es weggeht. Sehr gut, genau das brauche ich. Ach krass, das geht doch so. Brauche ich ja gar keine Schaufel für. Da ist noch ein Loch. Und da ist ein Marienkäfer. Marienkäfer hatten wir noch nicht. So, den Baum nehme ich noch mit.
Ich höre schon wieder ein Geschenk herumfliegen. Eine Leiter. Direkt bei mir. Zehntausend Gold. Eine Wanduhr. Schade, dass das hier nicht mit drin ist. Die Leiter ausrüsten. Süß. Ah, cool, okay. Als Favorit markieren. Ah, okay. Den blöden Schirm brauchen wir sowieso nicht. Wollen wir gleich mal gucken, was hier ist. Auf jeden Fall neue Bäume. Da ist eine Biene. Marienkäfer noch da? Nee. Ah, aber auf jeden Fall haben wir hier neue Steine. Das ist schon mal sehr nett. Den Quell des Wassers, wo auch immer das herkommt. Ein Fossil. Neue Bäume, die ich eigentlich mal schubsen kann. Mal gucken, was bei euch runterkommt, wenn ich euch schlage. Holz, das gleiche Holz. Das mit der Leiter ist cool. So, hier sind bestimmt auch neue Fischer. Aber wir wollen erstmal gucken wegen Löchern und wegen Viehzeug. Ist doch viel größer hier. Das Abteil hätte ich nicht gedacht. Nur ein Ei, schade. Noch ein Fossil. Da eine Leiter nicht stehen bleibt, komm nur ich hier hoch. Sprich, hier oben werden wir keine Häuser bauen können. Oder die Leute kommen nicht runter. Hier oben mein Haus mit Blick auf alles andere. Kein Marienkäfer da. Aber cool auf jeden Fall. Deutlich mehr Holz, an das wir jetzt kommen, und Getier und Blumen. So, aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Pause. Wobei, ich gebe noch schnell die Dinger ab. Fossilien. Und dann heißt es ja, Rohstoffe farmen, um die Häuser, die Möbel zu bauen. Und am besten heute, dann ist nämlich morgen alles fertig.
Den Schwanz hatten wir eigentlich schon. T-Rex-Schädel, sehr cool. So, dann mal schnell nach Hause. Ich möchte gerne noch ein paar Dinge ablegen. Dafür habe ich jetzt eine Küche. Ich weiß, dass es kahl aussieht. Und zwar die Nintendo Switch soll, wie gesagt, hier irgendwo oben am Bett stehen. So, kann er noch ins Bett gehen? Ja, geht. Dann passt das da. Und was hatte ich hier noch? Ach ja, das Mikrofon. Das kommt mal genau in die Mitte. Tada! So, und so machen wir jetzt mal Schluss. Bis zur nächsten Folge.